Prüfer der Vereinten Nationen haben in Israel und Jordanien die Büros des UN-Hilfswerkes für palästinensische Flüchtlinge inspiziert. Die Kontrolleure gehen Berichten nach, dass es in den Führungsstrukturen zu Missmanagement und Mobbing gekommen sein soll. Im Zentrum der Vorwürfe, unter anderem geht es um Vetternwirtschaft, steht der Generalsekretär des Palästinenserhilfswerkes, Pierre Krähenbühl. Er soll eine Geliebte eingestellt und bei Flügen rund um die Welt mitgenommen haben. Auch anderen Managern wird Fehlverhalten vorgeworfen. Der Skandal kommt für das Hilfswerk zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Es fehlt der Organisation an Geld und politischer Rückendeckung. US-Präsident Trump hatte im vergangenen Jahr die Zahlungen stark gekürzt. Jetzt hat auch die Schweiz angekündigt, im kommenden Jahr die Zahlungen einstellen zu wollen. Das Hilfswerk leitet unter anderem Geld in Erziehungsprojekte, hier Archivbilder der Wiedereröffnung einer Schule im Gazastreifen. Krähenbühl, der seit 2014 an der Spitze des Palästinenserhilfswerkes steht, hat die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zurückgewiesen. Thank you.